Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sprechen heute gemeinsam über das große Update zu dem Bischof Guide. Ich habe das Ganze von A bis Z noch einmal neu für euch aufgebaut, da es die ein oder andere Änderung im Spiel gab und der Bischof tatsächlich eine sehr geliebte Klasse ist. Deswegen let's go, lasst uns keine Zeit verlieren und das Ganze mal gemeinsam durchsprechen. Angefangen mit den Grundattributen muss man zum Bischof sagen, ist hier der Unterschied im Vergleich zum Heiler einfach dieser, dass man Betäuben mit fähigkeitskritischen Treffer tauscht. Das heißt, hier ist der erste Fokus definitiv auf fähigkeitskritische Treffer und der Schaden der fähigkeitskritischen Treffer. Da der Bischof aber genauso wie auch der Heiler eben mit seiner ultimativen Fähigkeit übers Betäuben skaliert, haben wir hier an zweiter Stelle auch definitiv das Betäuben. Das dürfen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen und werden wir definitiv auch ordentlich skillen. Als dritte Priorisierung ist ja auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig und von hoher Bedeutung, vor allem beim Bischof, das Attribut ausweichen, damit wir uns ein bisschen Zeit verschaffen können und den gegnerischen Angriffen das ein oder andere Mal ausweichen können. Zu den grundsätzlichen Grundattributen wie Angriff, HP und Verteidigung ist einfach nur diese Reihenfolge auch zu beachten. Das heißt, wir gehen Full Damage, wirklich Full Schaden bei dem Bischof. Das heißt, auf das Grundattribut ATK, also Angriff, setzen wir den vollen Fokus und skalieren hier auch wirklich die ganze Zeit über das meiste rein. Die Verteidigung hier liegt bei 60 zu 20 zu 20. Das heißt, wir skillen ungefähr 60% in allen Bereichen in ATK, 20% in HP und 20% in Verteidigung. Schauen wir uns doch aber mal den Evolutionsweg an, wie das Ganze denn nun aussieht, solltet ihr euch dazu entscheiden, den Weg des Bischofs zu gehen. Mit dem Erreichen von Level 50 habt ihr die Möglichkeit, nun auf den sogenannten Magus aufzusteigen und euch weiterzuentwickeln. Das Ganze bringt euch drei passive Fähigkeiten mit sich, denn zum einen nämlich die erste passive Fähigkeit, die uns hier an dieser Stelle fähigkeitskritischen Treffer um 15% erhöhen lässt. Das heißt, wir steigern unsere Wahrscheinlichkeit, fähigkeitskritisch zu treffen. An zweiter Position haben wir hier den Effekt, dass unser Angriff zusätzlich um 12% erhöht wird. Das heißt, wir merken schon relativ schnell, dass nicht nur Fähigkeitsschaden relevant ist, sondern eben auch normale Grundangriffe. Und an dritter Stelle haben wir eben den Effekt, dass unser fähigkeitskritischer Schaden um weitere 50% nochmal erhöht wird. Das heißt, wir steigern zum einen die Wahrscheinlichkeit, um 15% überhaupt kritisch zu treffen. Und zum anderen, wenn wir dann kritisch treffen, haben wir hier an der Stelle schon 50% Damage Boost. Das Ganze wird beim Magus unterstrichen mit der aktiven Fähigkeit. Diese besagt nämlich, dass wir einen Meteoriten beschwören und 4289% Bereichsschaden verursachen. Und 5 Sekunden lang die Betäubungsdauer bei Grundangriffen von Zielen im Bereich um 30% verlängern. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wenn wir den Gegner betäuben, diese Betäubung um ganze 30% nochmal zu verlängern. Und warum genau das so wichtig ist, dazu kommen wir im Laufe des Videos. Wenn wir dann Level 70 erreicht haben, was relativ zeitnah und schnell sein wird, haben wir die Möglichkeit, hier auf den sogenannten Sturmpriester abzugraden oder uns weiterzuentwickeln. An der Stelle schalten wir eine vierte passive Fähigkeit frei und haben hier den zusätzlichen Effekt, dass eine aktive Fähigkeit zusätzlichen Schaden von 80% verursacht, wenn das Ziel weniger als 50% HP hat. Hier an der Stelle wird uns klar, dass wir, wenn wir den Bischof spielen möchten, definitiv in einem PvP, sowohl auch PvE-Kampf, mindestens zwei Skillreihen durchbekommen müssen. Anders wie beim Heiler, wo wir wirklich versuchen, Gegner zu one-shotten, müssen wir hier konstant versuchen, zweimal alle Fähigkeiten aktivieren zu können. Weiter im Laufe des Spiels haben wir nun Level 100 erreicht und haben nun die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, nämlich nun endlich zu der Klasse Bischof. Nun haben wir eine fünfte passive Fähigkeit freigeschaltet, die uns den Effekt mit sich bringt, dass nach der Freigabe einer aktiven Fähigkeit der nächste Grundangriffsschaden um 100% erhöht wird. Das heißt, wir boosten mal wieder unseren Grundangriffsschaden. Wenn wir nun eine Weile das ganze Prozedere gespielt haben und uns irgendwie durchgequält haben, denn man kann es nicht anders sagen, als Bischof quält man sich nun mal einfach durch, bis man diesen Punkt erreicht hat, dass man 6 Erwachungskristalle gefunden hat und tatsächlich nun erwachen kann. Wenn man das Ganze aber geschafft hat, wird es auf jeden Fall richtig spaßig, denn jetzt können wir auf den Dämonenkönig upgraden und uns weiterentwickeln. An der Stelle muss ich nochmal sagen, dass man dazu wirklich alle 6 Erwachungskristalle braucht, mindestens Level 120 sein muss und aktuell 2 Wochen auf dem Server gespielt haben muss. Mit der Entwicklung auf den Dämonenkönig haben wir nun eine richtig brachiale aktive Fähigkeit, die uns quasi denselben Effekt wie schon die davorige aktive Fähigkeit mit sich bringt, aber das Ganze in einem enormen Damage Boost. Das heißt, wir verursachen ab sofort 9650% Bereichsschaden und erhöhen die Zeit, in der Ziele im Bereich betäubt sind, um 30%.
Und das ist aber nicht alles, denn ab sofort haben wir einen zusätzlichen Effekt und erhöhen den fähigkeitskritischen Schaden 10 Sekunden lang um 50%. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich eine Fähigkeit landen und die crittet, macht diese nochmal 50% mehr Damage als zuvor. Das Ganze wird noch ergänzt mit dem Upgrade der vierten passiven Fähigkeit, wo wir jetzt tatsächlich den doppelten Effekt haben. Das heißt, statt 80% mehr Schaden verursachen wir jetzt 160% mehr Schaden an Zielen, die weniger als 50% Leben haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man wirklich zwei Fähigkeitswellen durchbekommt, der Gegner definitiv down sein wird und es da kein Wenn oder Aber gibt. Lasst uns aber jetzt mal einen kleinen Blick darauf werfen, wie man denn eigentlich nun die Fähigkeiten vor allem im PvE-Bereich festlegt. Hier habe ich im Early Game den Turbopilz genommen, um unser Angriffstempo zu steigern, dadurch, dass es im Early Game bei jeder Klasse wichtig ist, einfach schnell anzugreifen. Zusätzlich dazu spielen wir die Ananas und die Perle bzw. die Muschel, um etwas Damage rauszuhauen und nutzen Erdgrün und Pilzdeckel, um uns eben ein bisschen auf dem Feld zu halten. Denn wie schon gesagt, müssen wir auf jeden Fall zwei Fähigkeitswellen durchbekommen. Im Midgame von Level 70 bis 120 spielen wir dann den Meteoritenschauer, um unseren Fähigkeits- bzw. Fähigkeitskrit ein wenig zu boosten, nutzen Entwaffnen und Verwirren, um den Gegner ein bisschen auf Trab zu halten und lassen Erdgrün und Pilzdeckel an der Stelle drin, um uns zu heilen und zu schützen. Im Endgame sieht das Ganze folgendermaßen aus, dass wir tatsächlich wirklich alles rausnehmen und komplettes 5er Pinkbild spielen. Das heißt, wir nutzen hier Tarot Sternformation, die man aus dem Clan Shop erwerben kann, nutzen Blitzangriff, um hier ein Immunitätsschild in Höhe von 3 Sekunden zu erschaffen, den Klon logischerweise um zu tanken, aber auch Damage zu machen, den Blutmond als wichtigste Fähigkeit hier vor allem für den Dämonenkönig und final zum Abschluss eben die durchdringende Klinge, um noch ein bisschen Blutungsschaden anzurichten. Im PvP-Bild ändert sich hier gar nicht so viel, außer dass wir die Muschel rausnehmen und tatsächlich den Skill Reben mit reinnehmen. Das Ganze stunt den Gegner für eine kurze Zeit und das ist im Early Game genauso wichtig wie auch im Late Game. Deswegen spielen wir im PvP-Bereich hier eben diesen kleinen Mini-Stun. Dadurch, dass es im PvP-Bereich noch keine Zeitkalkulation für die Fähigkeiten gibt, nutzen wir an der Stelle nur Entwaffnen und tauschen tatsächlich Verwirren aus mit dem Skill Heldengeisterscheinung. Das Ganze werdet ihr noch später verstehen, wenn wir auf die Relikte zukommen. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr mächtige Waffe von Level 70 bis 120 im PvP, die völlig unterschätzt ist. Außerdem hauen wir jetzt an der Stelle Erdgrün raus, da uns der hier sowieso nicht mehr ganz so viel bringt und nutzen hier die Windböe, um eben nochmal zusätzlichen Damage zu hauen. Im Endgame spielen wir 1:1 das gleiche Bild wie auch im PvE, das heißt, wir haben jetzt unser Final Bild erreicht, es gibt hier nicht mehr viel rumzuschrauben und es ist wirklich fest, dass man diese 5 Skills spielt. Kommen wir aber auch schon direkt zu den Pets. Wie sieht das Ganze jetzt im PvE-Bereich aus? Im Early Game von Level 0 bis 70 spielen wir an der Stelle einfach nur das kleine Beast, um unseren Fähigkeitsschaden zu stärken, das Huhn, um ein bisschen mehr Angriffstempo zu bekommen und spielen an der Stelle den Schleim, um logischerweise unsere Fähigkeiten ein bisschen zu cooldownen. Das heißt, dass unsere Fähigkeiten schneller reloaden, die Katze, um nochmal zusätzlichen Damage zu hauen und nutzen den Hirsch, um länger auf dem Feld stehen zu bleiben und mehr Schadensreduzierung gegenüber unseres Gegners zu haben. Im Midgame spielen wir den fetten Drachen als Vorbereitung für den Schatzdrachen, um den fähigkeitskritischen Treffer zu stärken und upgraden einfach nur alle anderen 4 Pets, die wir bereits im Early Game gespielt haben, auf die mögliche Stufe, wie ihr sie gerade habt. Das heißt entweder Orange, Gelb oder eben auch Rot und im besten Falle sogar schon Pink. Im Endgame ist es auf jeden Fall essentiell wichtig und auch nur so spielbar, ansonsten braucht ihr den Dämonenkönig gar nicht erst anfangen zu spielen, dass ihr auf jeden Fall den Schatzdrachen sowohl auch den Bergfuchs habt. Die beiden Pets sind auf jeden Fall unnormal wichtig, wenn man generell einfach Magier spielen will, ganz egal ob Heiler oder den Bischof. Ansonsten bleiben wir auf jeden Fall beim Huhn, der Katze und dem Hydrogeist und vor allem das Huhn spielt hier eine ganz wichtige Rolle, denn das sorgt dafür, dass wir höheren Angriffsspeed haben und somit unsere Fähigkeiten schneller triggern als bei einem Berserker. Was bedeutet das? Richtig, umso mehr Angriffstempo man hat, beziehungsweise wenn man mehr Angriffstempo als der Gegner hat, fängt man zuerst an mit der Skill-Aktivierung und kann somit den Skill Blitzangriff des Gegners deaktivieren oder zumindest umgehen und somit schon mal instant viel Damage hauen. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, dass wir tatsächlich dasselbe für das PvP spielen. Das heißt, hier gibt es wirklich gar keine Änderung und wir nutzen 1:1 die gleichen Pets. Der nächste Vorteil an der Magierklasse ist, dass es hier tatsächlich keine Pay-to-Win-Pets gibt, sondern dass alles Free-to-Play möglich ist und wir nicht irgendein blödes Event brauchen, um eins dieser Pets zu finden. Machen wir aber weiter mit der Pilzstatue. Bei der Pilzstatue kommt es auf jeden Fall darauf an, dass wir jetzt unseren Fähigkeitsschaden bzw. fähigkeitskritischen Schaden
pushen. Deswegen skillen wir vor allem von Level 0 bis 70 die Rarität A, dreimal Fähigkeitsschaden und um ein bisschen zu deffen gegenüber der Bosslinie. Das heißt, wir sind ja gerade in dem Low-Level-Bereich mehr im PvE-Bereich aktiv als im PvP-Bereich. Deswegen nutzen wir an der Stelle zusätzlich noch einmal HP und einmal Verteidigung. Im Midgame von Level 70 bis 120 steigen wir dann hoch auf die Stufe S. Hier ist es wichtig, dass wir wirklich zweimal Fähigkeitsschaden skillen und dreimal HP, um zusätzlich unseren Klon zu boosten und natürlich auch unsere eigenen HP. Im Endgame setzen wir dann auf jeden Fall das Muss für die Rarität SSS oder sogar SSS Plus. Das heißt, beim Magier ist es relativ wichtig, ab Level 120 tatsächlich dann relativ viel Fokus auf die Pilzstatue zu setzen. Hier skillen wir dann dreimal Fähigkeitsschaden und zweimal Gesamtschaden, dadurch, dass hier jetzt wirklich nur noch Damage zählt und wir keine HP mehr brauchen und den Rest nämlich über die Pets und Skills rausholen können. Und das Einzige, was sich im PvP-Bereich jetzt zum PvE-Bereich unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich die HP- und Verteidigungsskillungen rausnehmen. Das heißt, überall, wo jetzt HP oder Verteidigung gewesen ist, ersetzen wir das Ganze mit dem Attribut Gesamtschaden. Das heißt, wir skillen sowohl im Early mit, aber auch im Endgame dreimal Fähigkeitsschaden und zweimal Gesamtschaden. Haben somit also ein absolutes Damage-Build und hauen auf jeden Fall ordentlich rein. Das Ganze macht auf jeden Fall auch echt viel Spaß, das kann ich euch sagen. Es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, das Ganze mal auszuprobieren. Welche Relikte sind jetzt aber eigentlich entscheidend dafür, dass diese Klasse wirklich spielbar ist und funktioniert? Vor allem im PvE-Bereich ist es wichtig, dass wir darauf achten, auf jeden Fall die Dämonenkönig-Maske auch zu spielen, die uns nämlich erlaubt, die Wahrscheinlichkeit nochmal um 5% erhöhen, dass wir mit unseren Fähigkeiten kritisch treffen können. Außerdem spielen wir in allen drei Linien, das heißt Early, Mid und Endgame, auf jeden Fall den Donnerdrachen, denn durch die aktive Skillung, das heißt, wir können selber entscheiden, wie hoch wir den leveln möchten und umso höher wir den leveln, desto mehr wird der Schaden, haben wir auf jeden Fall nochmal einen extra Damage Boost hier am Start, den wir definitiv benötigen. Und als dritte Ergänzung spielen wir im Early und im Midgame die magische Box, die eben nochmal den Schaden von unserer Katze prozentual erhöht, auch wieder als aktives Relikt. Das heißt, umso höher wir das Ganze leveln, desto besser performt es und desto mehr wirkt sich das Ganze auf unser Spielverhalten aus. Das heißt, es lohnt sich beim Magier tatsächlich, die magische Box, sowohl aber auch den Donnerdrachen zu leveln, um hier nochmal extra Damage rauszuholen. Denn es ist ärgerlich, wenn manchmal so 1000, 2000 Damage fehlen, um die Gegner tatsächlich zu one-shotten oder zu finishen. Im Midgame ergänzen wir das PvE-Bild dann noch mit dem Bossbuch und der Zeitstatue, um eben 20% nochmal extra Damage rauszuhauen beim Boss und durch die Zeitstatue eben die Skills entwaffnen und verwirren, um 50% zu verlängern. Im Endgame tauschen wir dann die Zeitstatue aus mit der sogenannten Sternstatue. Die sorgt nämlich dafür, dass die Effektdauer von Tarots Sternformation verlängert wird, was ja mittlerweile unser Main-Skill ist und wir aktuell kein Verwirren oder Entwaffnen mehr spielen. Zudem ergänzt spielen wir im Endbild auf jeden Fall noch die Klonhalskette, das heißt diese Blitzhalskette, die unseren Klon um 30% stärker macht und nochmal für extra Damage sorgt. Wenn es jetzt aber darum geht, gegen andere Spieler anzutreten und so richtig zu performen und auf den Deckel zu hauen, dann müssen wir an der Stelle einfach nur im Midgame Folgendes tun. Wir tauschen an der Stelle nämlich die magische Box aus, sowohl im Mid, aber auch im Endgame gegen den Entfremdungskristall, der dafür sorgt, dass die Angriffsgeschwindigkeit von unserem Fuchs erhöht wird. Ähnlich wie im PvE-Bild spielen wir jetzt nicht nur im Endgame, sondern auch im Midgame die Sternstatue und tauschen das Bossbuch aus mit dem sogenannten Flammenbuch, welches uns den Effekt mit sich bringt, dass eben nach Start des Kampfes der Angriff alle eine Sekunde lang um 1% bis maximal 10% erhöht wird. Anders als bei anderen Klassen fangen wir tatsächlich jetzt schon an, im Midgame nach einem zusätzlichen sechsten Relikt zu suchen. Wir brauchen unbedingt nämlich diese Halskette. Diese Halskette nennt sich Schildhalskette und hat den aktiven Effekt, wirklich nur eine Sache zu verstärken. Und zwar verstärken wir damit den am Anfang genannten Skill Unterwelt Seelenernte. Damit verursachen wir nämlich ganze 80% mehr Damage und sorgen dafür, dass der Gegner eventuell mit diesem Skill gefinished wird. Dadurch, dass das Ganze aber wirklich nur von Level 70 bis 120 performt und auch nur so ein kleines extra Feature ist, nutzen wir im Endgame dann auf jeden Fall wieder die Abgrundhalskette, welche nämlich unseren wichtigsten Skill, nämlich Blutmond, nochmal um 30% erhöht bzw. verstärkt und mehr Schaden machen lässt. Kommen wir nun aber schon direkt zu den Reittieren. Was ist jetzt hier wirklich wichtig beim Bischof bzw. dem Mondkönig für ein Reittier zu spielen? Nummer 1, genauso wie beim Heiler, ist hier definitiv die schwebende Wolke, denn der aktive Effekt ist eigentlich schon selbsterklärend. Die Wolke sorgt dafür, dass unsere fähigkeitskritische Treffer um 10% erhöht werden
und zusätzlich noch unser Angriff 5 Sekunden lang nach Auslösen eines fähigkeitskritischen Treffers zusätzlich nochmal um 20% erhöht wird. Das heißt, wir haben hier beide Attribute, die wir verstärken wollen. Zum einen nämlich den fähigkeitskritischen Treffer, aber auch unseren Grundangriffsschaden. Ein weiteres, aber sehr interessantes Spielmodell ist auf jeden Fall auch die Möglichkeit, den runden Frosch zu aktivieren und damit zu spielen. Denn der runde Frosch sorgt nämlich dafür, dass wir vor allem im PvE-Bereich alle 10 Sekunden lang einen Feind töten und der Angriff 5 Sekunden lang um 15% verstärkt wird. Wenn aber der Gegner jetzt kein kleines Mob ist, sondern vielleicht sogar ein großer Boss oder ein menschlicher Gegner im PvP-Bereich, dann sorgt das Ganze dafür, dass dieser sofort für eine Sekunde lang gestunt wird. Und da ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir den Stun nicht ganz außer Acht lassen sollten, weil wir eben in der Zeit, wo ein Gegner gestunt ist, mehr Schaden machen, sollten wir unbedingt probieren, diese Konstellation einfach mal zu spielen. An dritter Position ist nun wohl wirklich das wichtigste Reittier überhaupt. Es ist lediglich an dritter Position dadurch, dass es eben relativ spät im Spiel erworben werden kann. Der Zauberteppich ist deshalb so wichtig, weil er den aktiven Effekt mit sich bringt, dass für jeweils 6 aktivierte Fähigkeiten eine zufällige Fähigkeit nochmal aktiviert wird. Und wie wir alle wissen, ist es nun mal so, dass in Legend of Mushroom die Fähigkeiten nun mal alle sofort nach Beginn des Kampfes aktiviert werden und glücklicherweise sind es nun mal genau 6. Das heißt, mit Beginn des Kampfes führen wir statt 6 direkt 7 Fähigkeiten aus und haben uns somit schon den ersten kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner verschafft. Wenn wir sogar Glück haben, trifft das Ganze sogar die Fähigkeit Klon und wir haben ganze 2 Klone auf dem Feld. Da wir gerade schon die Reittiere angesprochen haben, dürfen wir auf jeden Fall die Artefakte auch nicht fehlen. Was ist hier auf Platz 1? Ganz klar der Nummer 1 Sieger hier im Nachtauge des Rabens, die sogenannte Sense, denn diese sorgt ähnlich wie der magische Teppich für den gleichen Effekt, dass wir nämlich eine Fähigkeit zufälligerweise nochmal aktivieren. Das heißt, mit diesem Artefakt haben wir sogar die Möglichkeit, nicht nur 7, sondern direkt 8 Fähigkeiten auf den Gegner wirken zu lassen. Als guter Ausgleich ist hier an der Stelle der traurige Angriff da, dadurch, dass man hier eben den Wechsel zwischen 8% Angriff oder auch 8% Schild hat. Das Ganze dient aber wirklich nur als Ausweichmöglichkeit und solltet ihr aktiv wirklich nur spielen, wenn ihr die Nachtauge des Rabensense irgendwie verpasst habt. Ich würde an der Stelle sogar anmerken, dass der Bischof bzw. der Dämonenkönig tatsächlich ohne die Sense sogar gar nicht spielbar ist, aber man kann das Ganze trotzdem probieren, wenn man eben so ein kleiner Liebhaber ist für diesen Damage-Magier. Als dritte Option gibt es hier die Seite des Frühlings, die wirklich perfekt dafür geeignet ist, wenn ihr euch dazu entscheidet, euren Magier vor allem HP und verteidigungslastig zu spielen. Das heißt, wenn ihr ein Tank-Mage-Bild baut, dann könnt ihr Seite des Frühlings spielen, um eben den Damage, den euren Gegner in den ersten Sekunden auf euch herabregnen lässt, zu reflektieren und den Gegner somit schon mal zu schwächen. Andererseits könnt ihr das aber auch gerne mal probieren, mit eurem normalen Damage-Bild, was ihr hier im Video quasi nachbaut, zu spielen, denn das Ganze kann auch von Vorteil sein, um den Gegner hier direkt zu one-shotten. Was gibt's denn jetzt aber eigentlich noch viel Wichtigeres als Reittiere oder Artefakte? Richtig, und zwar die Kampfgeister. Denn die Kampfgeister sind, sobald sie bei euch ins Spiel kommen, tatsächlich der absolute Gamechanger, vor allem für die Klasse Dämonenkönig. Bei den Kampfgeistern geht es nämlich um eine wichtige Priorisierung, die ihr unbedingt beachten solltet. Hier ist es nämlich wichtig, dass ihr zuallererst den Kampfgeist Grundangriff besorgt und diesen tatsächlich so hoch skillt wie möglich. Anschließend solltet ihr euch um die sogenannten Tank-Kampfgeister kümmern, das heißt, ihr sucht als nächstes HP, Verteidigung und Crit-Resistenz. Nachdem ihr das Ganze erreicht habt, kauft ihr euch den Angriffsbonus Kampfgeistkristall und seid nun wirklich gut bedient. Und als eher unwichtige Kampfgeistkristalle, aber dennoch von Nöten, dadurch, dass wir die ja sowieso brauchen, um eine Fusion später durchzuführen, sind auf jeden Fall hier kritischer Schaden, Kombo-Angriff und den sogenannten Konterkampfgeist an letzter Position, dadurch, dass wir den wirklich am wenigsten brauchen. Das heißt, setzt wirklich den Fokus darauf, die ersten 5 Kampfgeistkristalle so schnell wie möglich zu finden. Und wenn ihr einen Auswahl-Kampfgeistkristall habt und euch quasi entscheiden könnt, welchen ihr nehmt, entscheidet euch definitiv für Grundangriff. Das ist nämlich essentiell wichtig, um vor allem im PvP-Bereich weiterzukommen. Jetzt habe ich gerade das Thema Fusion angesprochen. Das heißt, im Laufe des Spiels gibt es die Möglichkeit, 2 unterschiedliche rote Kampfgeister zu kombinieren, um eben einen sogenannten pinken Kampfgeist zu erreichen.
Hier solltet ihr auch unbedingt darauf achten, dass ihr zumindest die ersten beiden Kampfgeister in Pink zusammenbekommt und alles andere ist dann tatsächlich nur positives Extra. Hier achten wir also jetzt wirklich darauf, dass wir mit erster Priorisierung Herzen brennende Klinge am Mann kriegen, wo wir nämlich unseren Grundangriffsschaden, aber auch unseren Fähigkeitsschaden erhöhen. Und an zweiter Stelle definitiv auch Auge des Sonnenabgrunds, denn hier wird unser kritischer Schadenbonus, sowohl aber auch unser fähigkeitskritischer Schaden erhöht. Durch diese beiden pinken Kampfgeistkristalle sind wir auf jeden Fall mega, mega gut aufgestellt und können auf jeden Fall schon mal gut mithalten und alles andere, was danach kommt, ist sowieso eine Frage der Zeit, wenn man nicht gerade ein Hardcore-Casher ist. Ansonsten habe ich euch die Reihenfolge hier mal festgehalten, das heißt als nächstes Stern der Wache, blutvergießende Klinge und anschließend Horn der Gnadenbefugnis. Zu den etwas unwichtigeren pinken Kristallen zählen hier auf jeden Fall zwei Schwerter verbunden, Heldengeist bleibt und eben mit dir. Um den perfekten Guide aber für euch vollständig zu machen, habe ich natürlich nichts ausgelassen und natürlich auch die Rückenaccessoires angesprochen. Was ist denn jetzt hier wichtig? Das ist eigentlich so eine selbsterklärende Sache, denn tatsächlich gibt es eigentlich nur ein richtiges Rückenaccessoire für die Magierklasse und zwar ist das nämlich der Mondrauch. Das ist nicht nur ein Allrounder und im PvP und PvE super stark, sondern ist auch einfach ein ultra starkes Rückenaccessoire, was einmalig ist. Das heißt, die Magierklasse hat hier auf jeden Fall ein sehr besonderes Rückenaccessoire bekommen, denn das Ganze bringt nämlich einen Effekt mit sich, dass im Kampf jede Freigabe einer aktiven Fähigkeit den Fähigkeitsschaden um ganze 1,5% erhöht und das Ganze bis zu 10 Mal stapelbar ist. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, schnell direkt zu Beginn am Anfang des Kampfes instant den maximalen Effekt hier zu triggern, indem wir den Zauberteppich und die Sense spielen und nämlich sofort 8 bis 9 Fähigkeiten zünden. Wir haben hier also auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil gegenüber den anderen Klassen, denn die Berserker, sowohl auch die Armbrust, Backblinks, also die Rückenaccessoires, brauchen halt eine gewisse Zeit, bis sie auf ihr Max angekommen sind, wohingegen eben der Mondrauch sofort mit Beginn des Kampfes getriggert wird und wir ganze 15% mehr Fähigkeitsschaden machen. Als guten Ersatz habe ich hier die leuchtenden Federn eingesetzt, das heißt wir nutzen hier die Engelsfedern wirklich einfach um den Hybrid zu spielen. Das Ganze bietet uns nämlich eine gewisse Anzahl an Verteidigung mehr und sorgt zusätzlich nochmal um 10% mehr Angriffsschaden. Das Ganze sehe ich ähnlich wie auch bei den Artefakten, das heißt wir spielen das Ganze lediglich als Ersatz, wenn wir tatsächlich die Chance nicht wahrgenommen haben, eben Mondrauch zu kaufen und haben hier halt lediglich einen Ausgleich. Von Perfektionismus kann man an dieser Stelle aber nicht sprechen und Perfektionismus ist vor allem bei der Magie Klasse aber dringend erforderlich, dadurch, dass hier wirklich jeder kleine Prozent an Schaden zählt. Denn wenn ihr nicht einen One- oder Two-Shot abliefert, seid ihr halt nun mal einfach down und ihr könnt nichts machen. Das heißt, wenn sogar welche 10 Millionen Kampfkraft unter euch sind und einfach nur durchhalten, eure erste oder zweite Fähigkeitswelle, schaffen selbst solche Leute euch zu vernichten. Und als dritte Möglichkeit habe ich jetzt hier noch das eigentlich fragliche Rückenaccessoire, nämlich mit dem Namen Außerirdische, warum auch immer das so heißt, reingepackt. Das Ganze kann man relativ gut gegen Tanks spielen, das heißt vor allem gegen Schwertkämpfer, dadurch, dass hier eben ein sogenannter Dot-Effekt getriggert wird. Das Ganze heißt Damage over Time und löst demnach quasi Schaden über Zeit hinweg aus, so eine Art Blutungsschaden. Und ein zusätzliches Pro für dieses Rückenaccessoire ist auf jeden Fall noch dieser Fakt, dass nämlich Blitzangriff die Immunität nicht beachtet wird. Das heißt, wir umgehen hier eigentlich unseren schlimmsten Feind, nämlich Blitzangriff, der so oder so durchkommt. Die Frage ist nur wann und können somit vielleicht die restlichen Lebenspunkte, die uns fehlen, um beim Gegner abzuziehen, mithilfe dieses Rückenaccessoires abziehen. Der Rückenbereich bringt in Legend of Mushroom einiges mehr mit als nur eben einfache Rückenaccessoires, denn wir haben zum einen auch noch die Möglichkeit hier unsere Federn zu verteilen und zu leveln. Hier gibt es nun die blaue, orange und grüne Feder und genau in dieser Reihenfolge leveln wir das Ganze auch auf. Das heißt, angefangen mit der blauen Feder, nämlich dem Grundangriff, leveln wir das Ganze hier auf 11, wonach wir anschließend die orange Feder, nämlich die HP-Feder, ebenfalls auf 11 aufleveln. Und angeschlossen daran leveln wir die grüne Feder, nämlich die Verteidigungsfeder, ebenfalls auf 11. Wenn ihr das Ganze so erreicht habt, ist es wichtig zu beachten, dass ihr immer nach und nach in der Reihenfolge von oben bis unten jeweils die einzelnen Federn auf Level 21, 31, 41, 51 auflevelt. Das ist extrem wichtig, denn beim Erreichen dieser einzelnen Levelstufen, die ich euch hier rechts hingeschrieben habe, verdoppelt ihr tatsächlich diese Prozentzahlen, die ihr bereits mit den Federn erreicht habt. Aber auch das ist noch nicht alles, was das sogenannte Rückenmenü mit sich bringt, denn es gibt noch einen viel entscheidenderen Punkt, der vor allem sehr, sehr essentiell wichtig ist und der in meinen Augen nach
die Magierklasse wirklich ausmacht. Wir kommen jetzt nämlich einfach mal zum nächsten Punkt, nämlich dem sogenannten Rückenskillbaum. Dafür würde ich sagen, switchen wir einfach mal schnell in-game ins Gameplay rein und ich zeige euch das Ganze mal wirklich live anhand des Skilltrees, wie ich das Ganze für euch einstelle. Bevor wir jetzt aber wirklich anfangen, über irgendeinen finalen Skillpunkt zu sprechen, gebe ich euch den Tipp mit auf den Weg, dass ihr, solange ihr noch nicht genügend Marken habt, um tatsächlich einen finalen Weg bis zum Abschluss einer finalen Fähigkeit zu skillen, erstmal folgendes Skillmuster anwendet. Denn wir können nicht nur in einem Skillbaum skillen, sondern wir haben tatsächlich die Möglichkeit, bei Berserker, Bogenschütze und beim Magierbaum zu skillen und nutzen das hiernach auch aus. Das heißt, was wir nun machen, ist tatsächlich in all drei Bäumen unterschiedlich zu skillen und gehen jeweils überall auf die Verteidigung, setzen dort 10 von 20 Punkte rein. Wenn wir das haben, setzen wir als nächstes 10 Punkte in Gesamtschaden rein und 10 Punkte in die Gesamt-HP. Wenn wir das dann haben und wieder mal ein paar Marken auf Vorrat haben, ergänzen wir zusätzlich die angefangenen Verteidigungspunkte und versuchen das nach und nach eben auf 20 von 20 aufzufüllen. Das heißt, sowohl bei Berserker füllen wir 20 von 20 auf, sowohl bei Bogenschütze füllen wir 20 von 20 auf und eben auch beim Magier. Wenn ihr das Ganze soweit habt, seid ihr auf jeden Fall schon relativ nah dran, einen finalen Punkt skillen zu können. Das heißt, jetzt heißt es nur noch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen sparen, die übrigen Punkte ein bisschen zu verteilen. Auf jeden Fall braucht ihr an der Stelle keine Angst haben. Ihr könnt jederzeit kostenlos eure Skillbäume so oft wie möglich zurücksetzen, wie ihr das nur wollt. Das heißt, wenn wir irgendwann genug Marken haben, setzen wir alles, jeden einzelnen Baum zurück und fangen nun an, unseren Main-Strang zu skillen. Welcher ist denn jetzt aber nun unser Hauptstrang, wo wir wirklich das Ziel haben, bis zum Ende durchzukommen? Als Priorisierung 1 nutzen wir tatsächlich den sogenannten HP-Strang, das heißt den unteren rechten Strang. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist unser Ziel tatsächlich nicht nur eine Fähigkeitswelle wie beim Heiler durchzubekommen und Gegner zu one-shotten. Nein, wir wollen ganze zwei Fähigkeitswellen durchbekommen und somit den Gegner two-shotten. Das Ganze machen wir nicht, weil Two-Shotten irgendwie lustiger ist oder mehr Spaß macht, nein, sondern weil tatsächlich der Dämonenkönig das einfach so vorgibt, aufgrund dessen der in der Evolution festgelegten passiven Fähigkeiten. Das heißt, unser Hauptziel ist tatsächlich als allererstes den finalen Skill endlose Schadensspitzen zu erreichen, welcher uns den aktiven Effekt mit sich bringt, dass wenn unsere HP zum ersten Mal unter 20% fallen, tatsächlich instant alle Fähigkeiten zurückgesetzt werden und sofort neu ausgeführt werden. Das heißt, wir haben so eine Art Ass im Ärmel und der Gegner denkt und freut sich schon, oh geil, ich habe gleich gewonnen. Aber nein, wenn wir unter 20% HP fallen, führen wir die zweite Welle an Fähigkeiten aus, dadurch, dass es relativ zeitnah sein wird, aufgrund dessen, dass der Magier eben nicht viel Verteidigung und HP hat. Und besiegen somit unseren Gegner als Ass im Ärmel mit dem sogenannten Two-Shot-System. Wenn wir das Ganze erreicht haben, skillen wir an der Stelle auf jeden Fall erstmal wieder unser erstes System. Das heißt, wir gehen wieder auf die unterschiedlich drei Bäume rein und skillen jeweils die Verteidigungspunkte hoch. Wenn wir dann wieder genug Marken zusammen haben, um auch den zweiten finalen Skill zu erreichen, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass wir den unteren linken Skillbaum skillen. Das heißt, wir gehen jetzt diesmal den Angriffsweg. Denn dort erwartet uns am Abschluss die schöne Fähigkeit Zeitkompression, was uns die Möglichkeit gibt, nach jeder Fähigkeitsverwendung unseren Angriff um 2% zu erhöhen. Und das Ganze lässt sich sogar stacken bis zu 30%. Das heißt, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, unseren Grundangriffsschaden absolut zu erhöhen. Und das sogar mit dem Anwenden von unseren Fähigkeiten, was wir sowieso machen wollen. Mindestens genauso wichtig ist tatsächlich aber der dritte Weg, nämlich der Verteidigungsweg, wo uns nämlich eigentlich sogar eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit erwartet. Denn hier ist tatsächlich der letzte Skill Betäuben und das Ganze erhöht unser Betäuben um ganze 15%. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, dass ihr mit purem Damage nicht vorankommt und der untere linke Weg euch nicht ganz so viel bringt, dann setzt den unteren linken Weg zurück und skillt als zweite Priorisierung auf jeden Fall den oberen Weg, nämlich den Verteidigungsstrang, wo wir halt 15% Betäuben nochmal extra dazu bekommen und den Gegner dann somit auf Schach halten. So viel aber zum Thema Rücken-Skillbaum.
Rückenaccessoires und eben Federverteilungssysteme. Lasst uns weitersprechen über eine noch umso wichtigere Angelegenheit als dieses komplette Rückensystem, denn wir haben auf jeden Fall im Spiel früher oder später noch die Möglichkeit, unsere Artefakte zu verzaubern und in einem neuen Dungeon, nämlich dem Flammtempel, hier an der Stelle eben sogenannte Verzauberungsrunen oder auch Steine zu finden, die uns den einen oder anderen Effekt mit sich geben, der auf jeden Fall von sehr hohe Relevanz ist. Denn wie auch überall haben wir hier die Möglichkeit, vor allem unseren Fähigkeitsschaden prozentual zu steigern. Aber noch um ein Vielfaches mehr als in den ganzen anderen Möglichkeiten, denn hier kann man aktiv darauf achten, dass wir wirklich überall in jeder Rune, in jedem Set-Effekt etc. Fähigkeitsschaden antreiben. Das heißt, man hat hier tatsächlich die Möglichkeit, nochmal dafür zu sorgen, den gesamten Fähigkeitsschaden, den wir sowieso schon ausführen, nochmal um 300 bis 400, geschweige denn sogar 600% zu erhöhen. Das sind so Richtwerte, die ich von Topspielern habe, von Dämonenkönig, Elite-Spielern, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen kann ich hier mit bestem Gewissen auch sagen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise sogar das wichtigste System, wenn es darum geht, den Dämonenkönig auf Top-Performance zu spielen. Worauf kommt es jetzt also hier wirklich an? Wichtig ist, dass ihr tatsächlich darauf achtet, dass in Slot 4, nämlich oben rechts der Slot, definitiv als aktiver Wert eben der Wert Fähigkeitsschaden steht. Ihr müsst wirklich aufpassen, denn hier gibt es die Möglichkeit, tatsächlich auch Grundangriffsschaden oder noch eine dritte Option auszuwählen. Deswegen achtet darauf, dass Fähigkeitsschaden, das ist essentiell wichtig dafür, dass wir tatsächlich diese prozentuale Fähigkeitsschadenskillung erreichen, die ich gerade genannt habe. Nachdem wir diese Rune haben, ist es auf jeden Fall wichtig, jetzt langsam ein bisschen an unserer Verteidigung zu arbeiten, dass wir nicht wie ein kleines Huhn umploppen. Deswegen suchen wir als nächstes über Slot 1 die HP-Rune, über Slot 3 die Verteidigungsrune, Slot 5 die Schadensreduzierung der Kumpels von den Gegnern und an Slot 6 eben nochmal den Boss-Schaden, um eben nochmal unser PvE-Erlebnis ein bisschen zu steigern und die Bosse ein wenig einfacher killen zu können. Was jetzt aber unbedingt nicht außer Acht gelassen werden darf, sind auf jeden Fall die Set-Effekte. Das heißt, bei den Set-Effekten ist es jetzt tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir zum einen den vierteiligen Set-Effekt freischalten, wenn es darum geht, unseren Fähigkeitsschaden zu steigern. Das heißt, wir achten darauf, dass wir auf mindestens 4 Runen eben den Set-Effekt stehen haben, dass gesamter Fähigkeitsschaden prozentual gesteigert wird. Denn wenn wir 4 Teile davon haben, wird unser Fähigkeitsschaden nämlich um 10% erhöht. Nun bleiben aber noch 2 Runensteine übrig. Was machen wir damit? Ganz einfach, wir skillen natürlich unser zweitwichtiges Attribut, nämlich Grundangriff. Das heißt, da achtet ihr einfach darauf, dass ihr 2 Runen habt, die eben den Grundangriff erhöhen und somit steigern wir nochmal unseren gesamten Schaden, der durch Grundangriffe ausgeführt wird, um ganze 5%. Um euch aber nicht nur in der Theorie darauf vorzubereiten, sondern auch in der Praxis, habe ich jetzt noch ein bisschen was für euch vorbereitet, nämlich eine kleine Folie, die so die wichtigsten Dungeon-Gegner zeigt oder die Dungeon-Gegner, wo man vielleicht die meisten Probleme haben wird, früher oder später. An der Stelle kann ich euch nur mit auf den Tipp geben, nutzt vor allem für dunkle Prüfungen, aber auch für grenzüberschreitende Duelle auf jeden Fall euer PvP-Bild, denn das Ganze sind meistens Spielerkämpfe und auch dunkle Prüfungen beinhaltet quasi ein Spiegelbild von euch selbst, was mit eurem PvP-Bild bekämpft werden sollte. Für das Tor des Abgrundes, den Wal und das Lava-Ungeheuer wollte ich euch an der Stelle einfach nur die Hoffnung nehmen, denn tatsächlich müsst ihr euch damit abfinden, als Dämonenkönig als letzte Position in diesem Ranking mitzuspielen. Das heißt, ihr habt keine Chance, egal wie ihr euer Bild baut, in irgendeiner Art und Weise dort zu performen, aufgrund dessen, dass der Berserker, Schwertkämpfer, Schattenjäger, aber auch Pfeilgott euch dort einfach massiv übertrumpft. Und sogar der Heiler ist an der Stelle einfach besser, wenn es um das Thema PvE geht. Das soll es aber an der Stelle aber auch schon zu dem neuen Dämonenkönig-Guide gewesen sein. Ich hoffe, euch hilft das Ganze weiter. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Lasst mich bitte gerne wieder in den Kommentaren wissen, ob euch das Ganze auch wirklich geholfen hat oder ob ihr vielleicht selber noch sagt, ihr habt andere Möglichkeiten gefunden, wie das eine oder andere vielleicht besser funktioniert, wie ihr besser im PvE vorankommt, wie ihr besser im PvP performt und könnt somit eure Mitspieler hier eben Teil daran haben lassen. Im Groben und Ganzen ist auf jeden Fall zu sagen, dass der Dämonenkönig eine ultra starke Klasse ist, wenn man tatsächlich alles so befolgt wie in diesem Guide und wirklich full auf Damage setzt und irgendwie eine Möglichkeit findet, tatsächlich die zweite Fähigkeitswelle durchzubekommen. Auch wenn diese Klasse so ein bisschen verrufen ist und tatsächlich die Entwickler der Magierklasse es nicht ganz so einfach im Spiel gemacht haben, wünsche ich jedem, der den Dämonenkönig angeht und spielt, beste Erfolge und viel Spaß beim Spiel und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.